Der Mensch will nicht mehr gehorchen. Der Mensch ist müde, ständig den anderen Erwartungen entsprechen zu müssen, ständig Regeln zu folgen und sich selbst dabei zu vergessen. Dieser Monat Februar ist ein Monat, wo es darum geht, dass du die Lust des Lebens wieder erlangst. Was bedeutet es, Lust des Lebens zu empfinden? Lust hat nichts mit Spaß und Freude zu tun. Lust ist eine tiefere Essenz dieser Eigenschaften. Und es geht darum, dass die geistige Welt dich einladen möchte, dich zu fragen, worauf hast du noch Lust und worauf hast du schon lange keine Lust mehr? Denn wir übertreten permanent ständig unsere eigenen Grenzen und vergessen dabei, auf uns selbst zu hören. Dieser Monat Februar, geleitet von Erzengel Uriel und dem Dirigenten Mars, begleitet vom Hirsch, lädt uns ein, in diese Lust zurückzukommen. Er lädt uns ein Bahnbrecher, eine Bahnbrecherin zu sein und die Essenz des Lebens über die Sinneskraft zu entdecken. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das ein Monat ist, wo es um das Hineinhorchen geht, und nicht nur um das Gehorchen des Außen. Und wenn ich in mir hinein höre, dann erwecke ich meine Sinne. Und wenn ich mit meinen Sinnen in Kontakt und in Berührung komme, dann beginnt diese Lust, diese Energie sich freizusetzen. Und aus dieser Energie kann ich für mich schöpfen, doch auch für alle anderen Menschen in meinem Umfeld. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir ganz lange schon auf der Erde sind. Zu einem in dieser Lebenszahl, doch zum anderen auch in anderen Zeiten, in anderen Leben. All das ist in uns gespeichert. Und es ist jetzt, und das ist schon einige Wochen vorher und Monate vorher spürbar gewesen für bestimmte Menschen, eine Müdigkeit, eine kollektive Müdigkeit, die immer wieder am Tag dich erreichen kann. Und es ist die Müdigkeit, die einlädt, endlich alte Richtungen loszulassen. Die geistige Welt sagt, und vor allem Uriel, dass wir immer wieder Richtungen gewechselt haben, dass wir uns in verschiedensten Ebenen ausprobiert haben und dass wir müde sind von diesen ständigen Richtungswechslungen. Und natürlich ist die Welt jetzt so schnelllebig und es gibt so viel Angebot da draußen, dass wir tendieren, und die in der Gefahr ausgesetzt sind, immer wieder diese Richtung zu wechseln. Und das hat die Folge davon, dass wir müde, ausgelaugt sind und dass wir Irritationen erleben. Und deshalb ist es ein Monat, wo es ja wirklich auch um diese Lust der Liebe geht. Es ist ja auch Valentinstag. Doch nicht unbedingt um die Liebe des Außen, sondern um die Liebe mit mir selbst. Um das Eintauchen in mein Hineinhören. Wer bin ich? Worauf habe ich Lust? Was möchte ich in Bewegung bringen? Und welche Art von Richtung nehme ich jetzt ein und verspreche mir, dass ich dieser Richtung folge? Die geistige Welt sagt, wir wechseln viel zu oft die Spuren. Wir wechseln viel zu oft unsere Glaubensrichtungen. Wir wechseln viel zu oft unsere Meinungen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht Meinungen wechseln dürfen, im Gegenteil. Es bedeutet, dass es wichtig ist, dieser einen Richtung jetzt zu folgen, diese eine Richtung wahrzunehmen, aus dieser einen Richtung zu schöpfen und über diese Richtung diesen Weg zu finden, diesen Weg zu gehen, der aus all diesen Qualitäten diese Lust des Lebens wieder in das Leben bringt. Und es gibt dieses Neujahrs-Channeling, wo es einfach auch darum geht, dass wir Lust haben, Bahnbrecher, Bahnbrecherinnen zu sein. Das bedeutet, dass wir alte Konstrukte sprengen werden und dass darüber Leid endet und die Sinneskraft gebiert. Ich möchte, dass wir verstehen, dass wir in einer Zeit sind, die unter Anführungszeichen ein bisschen gefährlich ist, weil wir viel zu viel vor dem Bildschirm sitzen, viel zu viel in dieser virtuellen Welt sind und dabei unsere Sinne vernachlässigt werden. Das heißt, wir leben in einer erdenkten Welt
Und wenn wir in dieser erdenkten Welt leben, dann haben wir keinen Zugang mehr zur erlebten Welt. Und wir speichern nur all das ab und es kann uns nur das nähren, was wir erleben. Es kann uns niemals etwas nähren, was wir uns noch denken. Das macht uns eher müde. Und deshalb ist dieses Monat, und du kannst Erzengel Uriel immer wieder einladen, dass er sich neben dich kniet, dass er seine Hand auf deinen Solarplexus legt und dass er mit dir in diese Richtung geht oder dass er diese Richtung einleitet, wo du diese Konstrukte sprengen darfst und mit deinen Sinnen wieder in Kontakt gehst. Und all das bekommst du immer wieder über die Channelings, all das bekommst du immer wieder über diese Botschaften der geistigen Welt. Denn die geistige Welt arbeitet mit den Sinnen. Und wenn du mehr davon erfahren möchtest, kannst du unten im Link für dich ein Channeling buchen oder ein Seminar oder eine Ausbildung, wo du mit dieser Lust des Lebens und mit dieser einen Richtung in Verbindung gehst, weil die geistige Welt sagt dir deine Richtung. Sie sagt dir, auf was es jetzt ankommt. Sie sagt dir, worum es jetzt geht. Und deshalb ist es einfach dieses Monat, wo diese Hirschqualität auch uns einlädt, unser Geweih wieder aufzusetzen und es in die Sinnesrichtung zu lenken. Und deshalb erlaube dir wirklich, dir treu zu sein. Diese Kräfte, die wir jetzt brauchen, brauchen wir, um Systeme zu revolutionieren. Wir brauchen sie, weil eine Reformierung kollektiv gerade stattfindet. Wir brauchen sie, weil wir in Unbruchsstimmungen sind. Und das natürlich fordert immer wieder diese Richtungswechsel. Doch wir brauchen uns selbst dabei. Und gestern beim Channeling der Weiblichkeit hat die geistige Welt auch gesagt, dass es darum geht, dass das Weibliche die Fähigkeit hat, Struktur zu verändern, Struktur zu bewegen, Struktur zu sprengen. Und deshalb lasse diese weibliche Kraft im Monat der Liebe für dich da sein und schenke dir selbst etwas zum Valentinstag. Nicht jemand anderen. Beschenke dich, indem du dir etwas Gutes tust als Liebesbeweis und die Lust, das bedeutet die Energie des Lebens, wieder zurückrufst. Und somit hüllt Uriel dich ein, segnet Uriel, legt seine Hand auf dein Kronenzentrum, sodass du weißt, in welche Richtung es gehen möge.